Herzlich willkommen zu den Most Actives hier live von der Börse in Frankfurt. Und zur Wochenmitte, da sind es konkretere Aussichten auf das US-Konjunkturpaket, Impfstoffhoffnungen eben in den USA, die für gute Laune beim Dow Jones am Vortag gesorgt hatten, die asiatischen Märkte angetrieben und so dann auch den deutschen Leitindex. Seit circa 4 Wochen sind wir rund um die 13.300-Punkte-Marke unterwegs in einer relativ engen Handelsspanne. Heute brechen wir aus dieser tatsächlich aus und im Tageshoch lag der DAX schon bei 13.454 Punkten. Aktuell kommen wir wieder so ein bisschen zurück, sind aber bei 13.394 Zählern, ein Plus also von 0,9%. Man schaut natürlich auf die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen. Boris Johnson und Ursula von der Leyen werden sich heute noch einmal treffen und dann hat man ja auch morgen die EZB-Sitzung. Nun der Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da sehen wir an Platz 1 das Papier von CureVac, gefolgt von BioNTech, Infineon, Bitcoin Group und Moderna. Und wir werfen einen Blick auf BioNTech. Die US-Arzneimittelbehörde FDA, die hat sich positiv zum Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer geäußert. Wenige Tage vor der erwarteten Entscheidung über eine Notfallzulassung in den USA hat die FDA ein erstes gutes Zeugnis ausgestellt. Schon rund 10 Tage nach der ersten Dosis des Impfstoffs liege ein starker Schutz vor, heißt es da. Größere Sicherheitsbedenken gäbe es also keine. Und auch die Europäische Arzneimittelagentur EMA berät derzeit über eine Zulassungsempfehlung für den Impfstoff. Nun der Blick auf Infineon. Seit Jahresbeginn steht für die Infineon-Aktie bereits ein Plus von über 40% zu Buche. Zwischenzeitlich wurde sogar die 30-Euro-Marke überwunden. Heute zählt die Aktie in einem freundlichen Marktumfeld allerdings zu den wenigen Verlierern im DAX. Zunächst hat man noch ein Mehrjahreshoch markiert und dann ging es eben im Rückwärtsgang nach unten. Verschnaufpause heißt es hier von Seiten der Experten, denn Analysten sehen durchaus weiter Luft nach oben. So hat JP Morgan das Kursziel angehoben auf 34,50 € und bestätigt das Papier mit Overweight. Nun der Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da sehen wir auch BioNTech vorne, CureVac, Xiaomi, Moderna und Volkswagen. Und wir werfen einen Blick auf Moderna. Roche treibt seine Bemühungen nämlich in der Corona-Bekämpfung auch weiter voran und ist nun eine Partnerschaft mit Moderna eingegangen. Im Rahmen der Zusammenarbeit will man die quantitative Messung von Antikörpern erleichtern und eine mögliche Korrelation zwischen dem durch den Impfstoff induzierten Schutz herstellen. So viel von mir und hier. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.